Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. In der letzten Folge hatten wir ziemlich viel Action. Wir wurden A, von einem Spieler erschossen, B, sind wir hierher zurückgelaufen und auf dem Weg haben wir so viel erlebt. Unglaublich. Und jetzt sind wir wieder zurück am Ort des Geschehens und hoffen, dass der Spieler nicht mehr hier ist. Auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst, da hochzugehen, weil da oben bin ich eine Zielscheibe. Er hat von da irgendwo geschossen. So steht er mittlerweile in Power-Rüstung. Oh Gott, oh nein, ich muss mich verstecken. Mir fällt ein, dass hier gerade keine Gegner sind, ne? Das bedeutet, dass hier vielleicht der Spieler noch irgendwo da ist. Ja, guckt euch das an, überall Leichen. Müsste mittlerweile respawned sein. Ist das seine Power-Rüstung oder? Ist einfach nur irgendeine. Oh, den Fusionskern nehme ich mit. So ist da ein Fusionskern drin. Hm. Ich vermute mal, der war eine lange Zeit hier. Und hat auf jeden Fall die Nachkömmlinge nochmal getötet. Aber das Einzige, was mich irritiert, ist, dass die Power-Rüstung wieder da ist. So, verfolge das Notsignal bis zu seinem Ursprung. Okay. Schleichen wir uns hier mal weg. Ein bisschen zu gefährlich, der Ort hier. Okay, tschüss Spieler. Der hier irgendwo wahrscheinlich irgendwo abgammelt. Der ist auf jeden Fall hier in diesem Gebiet. Ob er jetzt noch da ist, weiß ich nicht, wo wir gestorben sind. Aber es ist schon verdammt auffällig. Ich muss öfters darauf achten, ob Gegner in der Nähe sind. Oder ob da irgendwo Leichen liegen. Ich find's gut, dass es gerade so grell ist. Da ist aber auch dieser komische Fleck auf meinem Bildschirm. Und wenn ich ins Licht gucke, dann habe ich da eine Silhouette. Und es sieht so aus, als wäre da ein anderer Spieler. Weil mittlerweile brauche ich den Punkt ja nicht mehr, weil ich ja nicht mehr Kingdom Come spiele, wobei ich noch das DLC gerne machen möchte. Aber dafür brauche ich halt Zeit auf dem Kanal. Ach ja, ich bin überladen. Ah, ich muss zurück. Scheiße. Wir müssen aber zurück. Ich muss Sachen auseinanderbauen. Und ich muss aus meiner Power-Rüstung dabei raus. Es sei denn, ich gehe in die komische Hütte. Da bin ich ja relativ safe. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht drauf geachtet, wer mich getötet hat. Weil vielleicht hätte ich dann oben links die ganze Zeit lesen können. Er müsste eigentlich mittlerweile gejagt sein, oder? Stellen die Power-Rüstung hier ab, damit er uns nicht treffen kann, währenddessen wir in der Werkbank sind. Nee. Gegenstände verwerten. Oh, ich hätte meine Rüstung eigentlich ausziehen sollen. Müssen.
Gleisgewehr. Die ist das gar nicht so schlecht. Ich bin schon so weit, dass ich fast auf 50 gehen kann. Auf 50er Waffen. Das ist cool. Das Jagdgewehr gucken wir uns gleich nochmal an. Du kannst weg. Das Kampfgewehr behalten wir erstmal. Und ihr könnt weg. So. Stimmt, ich kriege ja auch für jede Waffe, die ich zerlege, auch Schrott, ne? Das heißt, wir haben gleich ganz, ganz viel Schrott. Das Jagdgewehr. Das muss ich mir einmal kurz angucken. Da war's. Wir kriegen auch noch Schaden dazu. Wir müssen gucken, wie viel 50er Verschluss wir haben. Wenn 113 Schaden klingt schon mal nicht schlecht, ne? Okay. Okay. Ich bin ein bisschen auffällig mit meiner Lackierung. Vielleicht kann man da irgendwie noch eine andere Lackierung drauf machen. Das wäre geil. Ansonsten fühle ich mich echt wie so ein Opfer, das hier rumläuft und abgeschossen werden will. Ich schwören könnte, dass ich irgendwas gehört habe, als ich da reingegangen bin. Was trinken. Okay, tschüss. Alter. Ich find's aber cool. Ich find's echt cool, dass ich mir echt Sorgen mache, dass ich abgeschossen werde. Dass man echt paranoid durch die Gegend läuft, wenn man irgendwo gestorben ist, aber dann noch eine Quest hat. Und dann da rumlaufen muss. Ich meine, überlegen wir mal, wie oft wir überhaupt auf Spieler getroffen sind im Einzelspieler. Im normalen PvE-Modus. Also sind wir sehr selten auf Spieler getroffen. Wir stehen schon wieder kurz zum Level Up. Es geht so schnell. Okay, ich denke, wir können uns jetzt wieder ein bisschen entspannen. Wäre nur sehr froh, wenn ich die Spieler sehen würde, bevor sie mich sehen. ...134 Erfahrung. Und wir haben ja zwei Brandbestien getötet. Das gab ja richtig Erfahrung. Ich habe nur nicht drauf geachtet. Aber ich denke mal, es wird viel Erfahrung gegeben haben. Das sieht mir auch wie ein Kampfschauplatz aus, oder? Na, ich glaube nicht, dass hier ein Spieler war. Komm, geh weg. Geh einfach weg. So, Granatwerferpatronen, ja komm. M79 Gewehr. Nehmen wir mal alles mit. Noch sind wir nicht überladen.
Und mir geht die 10mm Munition aus. Ich werde wahrscheinlich keine neue machen. Aber ich mag die Waffe. Also sollten wir eines Tages wieder genug 10mm haben, hole ich sie auf jeden Fall wieder raus. Wobei, bis dahin haben wir eine bessere 10mm. Können wir die Mods hier rausholen und woanders reintun. Wie komme ich hier rüber? So, wir befinden uns noch lange nicht da, wo wir sein sollten. Sind das Schienen hier oder sind das keine Schienen? Würde die Schienen gerne mal entlang laufen. Doch, ich brauche so eine Station. Muss hier irgendwie schnell hinreisen können. Ich meine, wozu sollte es sonst Schienen hier geben? Frage nur ist, ob sie zusätzlich angebracht worden sind wegen diesem Modus, weil hier nichts in der Nähe ist zum Spawnen. Oder ob die schon immer da waren. Und hier dann trotzdem nichts ist. Ist das eine U-Bahn-Station? Ah, ich glaube nicht. Aber ich laufe hier so auffällig rum. Den knöpfe ich mir vor. Du stehst mir im Weg, Junge. Das ist nicht viel Damage. Wo läufst du lang? Das ist viel Damage. So, jetzt sag mir bitte, dass hier irgendwo eine Station ist. Ja, hier ist schon mal ein Zug, ja. Und wenn man hier lang geht, kommt man doch einfach nur nirgendwo hin, ne? Oh, sieht aus wie eine Endstation. Sieht aus wie DLC in Spe. Ja, das ist da, wo alles kontaminiert ist, ne? Ja. Das ist kacke. Laufen wir diese Schienen entlang. Hoffen, dass wir hier irgendwas finden. Muss doch irgendwo so eine Station sein. Oder gibt es denn doch irgendwo Schienen? Nee, nee. Nee, das sind die einzigen Schienen hier. Weil der nächste Spot ist erst hier. Ich meine, selbst wenn ich hier irgendwo einen finde, ist wahrscheinlich hier bei der Sunny Top Pisten gibt es hier noch irgendwas. Endstation wahrscheinlich. Ah. Oh. Oh, gut. Ach, da werden wir hingehen, wenn wir das nächste Mal sterben. Aber ich glaube, das ist immer noch näher dran als alles andere. Vielleicht finden wir auch mal wieder so eine schöne Truhe, wo wir unsere Truhe, die wir irgendwo einlagern können. Oder ich baue hier wirklich meine Basis irgendwo auf. Aber dann muss ich alles nochmal umbauen, weil dieses Spiel echt nicht in der Lage ist, irgendwie dein Bauding des Kirchens, ja, beizubehalten. Ich glaube, ich mache hier meinen Spawn hin. Ich meine, eigentlich ist das ja eine coole Ecke. Und es wird Zeit, dass wir mal umsiedeln. Müssen wir halt alles neu bauen. Die Frage ist nur, wo? Oh, guck mal, das sieht doch hier schon mal ganz gut aus. Vielleicht da oben drauf? Dann wären wir so ziemlich mittig in diesem Gebiet, ne? Sieht doch gut aus. Bauen wir hier unsere Basis hin.
Kann eigentlich nicht schaden, wenn man diese Basis immer dahin verlegt, wo man gerade questet, ne? Hat man wenigstens keine Kosten. Ey, da steht schon was. Was soll der Scheiß? Das war mein Plan. Wieso seid ihr böse? Und wieso überlebst du einen Schlag? Komm zurück! Arme Katze. Brutal zusammengeschlagen. Ah, das sind die Katzen von der einen, oder? Oh. Ja, tut mir leid. Da hat sie doch geredet von ihren zwei Katzen. Dass man denen helfen soll. Ja, habe ich getan. Ich habe geholfen. Bin ein guter Mensch. Wie schaut's denn hier oben aus? Sind ein bisschen zu viele Bäume, oder? Sind viel zu viele Bäume. Wie der Stein verschwindet. Wie cool. Verschwindet auch der Baum hier? Nee. Ich brauche einen besseren Ort. Ich brauche einen, wo es ein bisschen ebener ist, ne? Ich meine, wir können dann unseren Plan nicht mehr durchziehen. Ich weiß nicht mehr so gut, aber wir können den damit durchziehen. Ah, guck mal. Das ist doch ein hübsches Fleckchen Erde hier, oder? Wenn ich hier dran baue, dann müsste ich auf jeden Fall gut geschützt sein, weil die dann nur von hier aus reingehen können. Es sei denn, sie haben eine Mutation. Oder kommen irgendwie anders hoch. Okay. Ihr seid doch kacke. Wegen dem Scheiß oder was? Was ist das hier? Aluminium. Aluminium war gut, ne? Ja, Aluminium war gut. Vielleicht ist es doch ein richtig guter Ort, hier in der Nähe zu sein. Weißt du, die schönsten Orte, die gehen natürlich nicht. Aber wäre das so ein guter Platz gewesen, da an der Klippe? Oh, und da ist auch noch so ein scheiß Windrad. Das ist nur ein Blatt. Alles gut. Muss hier doch irgendwo einen richtig schönen Ort geben, wo ich mich anpflanzen kann. Hier scheint das recht gerade zu sein, ne? Camp verlegt. So. Also. Scheint nicht so, als könnte unser Zuhause hier hinpassen, ne? Ist halt ärgerlich. Da muss ich neu bauen. Da muss ich neu bauen. Schade. Ja, ich muss sagen, ich mochte eigentlich meine alte Basis. Ja gut, aber das soll erstmal nicht unser Problem sein.
Wir werden erstmal das Wichtigste hier hinstellen und dann werde ich höchstwahrscheinlich. Ja. Was willst du denn? Bis mit zu Hause. Dann werde ich privat hier ein bisschen rumbasteln und gucken, dass ich irgendwas mache. Oh, ich bin Platz 9. Okay, wir möchten platzieren. Kann ich die Blaupause hier wegmachen? Wieso habe ich überhaupt zwei Blaupausen? Achso. Baue ich das Ding jetzt neu oder? Weiß es nicht. Wenn ich jetzt auf Herstellung gehe. Gebaut 6 von 20. Dann baue ich das doch, oder? Ich muss auf gelagert gehen. Und dann, für die Suche markieren? Nein. Ich möchte das hier auseinanderbauen. Was ist... Was ist ein Scheiß? Blaupausen löschen. Wir haben hier eine Basis, die nicht aufgebaut werden kann. Ah. Okay, ich hab's gefunden. Alles klar. Gut. So. Für den Anfang werde ich einfach nur das Ding ins Kirchens bauen. Und dann eine Werkbank drauf. So, das muss für den Anfang reichen. Und dann können wir kurz hier die Waffen verwerten. Zack. Zack. So. Und dann alles einlagern. Check. Das heißt, mein ganzer Schrott, also das Stahlschrott und so weiter, wurde ja geklaut, ne? Ich meine, das ist jetzt nicht so schlimm. Gut, er kriegt da noch. Ja, er kriegt da schon ein paar Kronkorken raus, ne, wenn er das zusammenbastelt. Egal. Ist jetzt nicht so schlimm. Schade, ich hätte so gern da gebaut. Das ist so eine schöne Ecke. Ja, gut. Ich meine. Wieso liegt da eine Todeskralle? Ist ja noch schlimmer. Eine tote Brandbestie? Warum ist hier eine tote Brandbestie? Ach, die hat mich wahrscheinlich wieder verfolgt. War nur ein Bug. Ich hab die nämlich vorher nicht gesehen. Habt ihr sie gesehen? Bin mir da nicht so sicher, ob da eine war. Oh, Gold. Sehr cool. Hier oben drauf bauen, Leute. Oh, wie cool wäre das denn? Das wäre der ultimative Platz. Wenn ich hier oben drauf meine Hütte bauen könnte. Hier geht's ja auch noch so schön hoch. Bitte, Spiel. Ich verlange ja nicht allzu viel, ne? Ah, gut, hier ist auch wirklich nicht viel Platz. Aber hier. Oh. Oh. Aussicht. Oh. Bitte. So glücklich war ich schon lange nicht mehr. Ich kann hier bauen. Okay, ich habe jetzt natürlich keinen Boden zum Anpflanzen und Pflanzen, aber ist mir scheißegal. Oh, wie cool ist das denn hier?
Alter, das ist der perfekte Ort. Wenn ich gesucht werde, wenn ich auf Platz 1 bin und hierher komme. Ich muss nur hier stehen und warten, bis einer hochkommt. Wie cool ist denn der Platz? Leute! Wie geil ist denn das hier? Wie weit reicht das Ganze? Rein theoretisch. Ich kann die Grenze gar nicht sehen. Mann, ich will doch einfach nur... Geht doch. Was Kleines in der Hand haben. Bis wohin kann ich denn bauen? Oh, hi. Anscheinend kann ich sehr weit bauen, okay. Ich habe hier sogar eine Kochstation und einen Hundenapf und ja, cool, eine Brille. Ich bin begeistert. Ich liebe diesen Ort jetzt schon. Alter, wie cool ist das denn hier? Und hier drin wird dann meine Basis stehen. Oh, Leute. Ich werde jetzt hier ein bisschen basteln und ja, höchstwahrscheinlich werde ich irgendwann auf Platz 1 landen und getötet. Aber ich habe ja nichts, was die kriegen können. Von daher ist mir das auch egal. Ganzer Schrott ist ja weg, ne? Na gut, ich habe noch ein bisschen Klebeband. Aber an sich, ich baue jetzt hier. Ich freue mich. Haut rein, euer Zero. Tschüss.